Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Wir brauchen Holz. Um genau zu sein, brauchen wir ja Holzscheite, und dafür suche ich mir jetzt hier mal einen schönen Baum, der für uns fallen darf. Ich habe das Gefühl, ich holze hier nach und nach den ganzen Regenwald ab. Ich egoistisches Wesen, nicht? Aber wir brauchen ganz dringend Holz. Ich bilde mir immer echt ein, Sachen zu hören, aber ich glaube... Na, schade. Ich glaube, das ist wirklich nichts anderes als Einbildung. Dieser Baum hier wird unser... Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Das wird unser Baum. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass unsere Äxte... Oh Gott, warte mal, wir haben wieder irgendein Viech. Ja. Ich habe das Gefühl, dass unsere Äxte immer länger halten, je mehr wir davon gemacht haben. Kann das sein? Bilde ich mir das ein? Dann hoffen wir, dass ich hier auch zwei Holzscheite finde. Ja, da ist noch ein Holzscheit. Vielleicht sogar noch ein langer Stock. Perfekt. Ich hoffe, das finde ich gleich wieder. Beziehungsweise, damit ich es wieder finde, machen wir das viel einfacher. Ich lasse die erstmal hier unten kurz liegen. Und dann gehe ich dahinter und sammle noch ein bisschen. Jawoll. Das klingt doch nach einem echt guten Plan, oder? Denn ehrlich gesagt bin ich mir jetzt schon nicht mehr sicher, dass ich den langen Stock wiederfinde. Nein, dich nicht. Das Stöckchen hier wollte ich. Und das hier. Und da ist der lange Stock. Aber ich würde gerne die kleinen erst noch einsammeln. Denn auch die brauche ich ja nach und nach immer. Okay, da ist der lange Stock und wir werden schon wieder erschöpft. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich zu meinem Lager zurück. Und wir holen uns nachher... Ja, ja, ich sehe es, dass ich müde werde. Und wir holen uns nachher einfach die Holzscheite. Die dürften ja eigentlich nicht despawnen oder so. Ich hoffe, ich schaffe es noch in mein Bett. Es wäre ganz unangenehm, wenn nicht. Und dann schlafen wir erstmal wieder ein bisschen und können ein wenig Fleisch essen. Immerhin haben wir jetzt wieder welches. Das Problem ist nur, ich glaube, unsere Energie geht so schnell weg, wenn uns eben Fette und Kohlenhydrate fehlen. Davon haben wir viel zu wenig. So, jetzt muss es hell sein. Dann gucken wir doch erstmal hier rein und sollen wir die jetzt... Ich traue der Sache einfach nicht so ganz. Ja, komm, Piranha-Fleisch erstmal essen. Davon was essen. Uns fehlen andere Stoffe. Andere auch wichtige Sachen. Bevor ich was anderes tue, werde ich trinken. Und dann holen wir eben unsere... Unser wunderschönes Holz. So. Der Stock müsste hier ganz in der Nähe liegen und die Holzscheite da vorne. Dann haben wir schon mal die erste, ich glaube vermutlich den schwersten Teil unserer ersten Tötungsfalle weg. Wie gesagt, die Tötungsfalle ist halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Eigentlich bräuchten wir Kohlenhydrate, Proteine, wir bräuchten Früchte einfach. Aber solange man hier nicht lernen kann, Früchte zu kultivieren und die dann tatsächlich selber irgendwie anzubauen, wird es echt schwierig werden bei uns. Ja, dich habe ich bald. So, ein Stock, den haben wir. Stöcke haben wir mehr als... Das erschreckt mich immer so. Stock. Seil. Ein langer Stock. Wusste ich doch, dass man ihn braucht. So, ein langer Stock. Kleine Stöcke, Seile. Und ein kleiner Stock. Und jetzt lauf mal hier rein, du Armadillo, du. Ich hoffe, das tut's übrigens bald. Lauf nicht dran vorbei, lauf durch! Mistvieh. Okay, ich brauche wieder 4 Holzscheite und einen langen Stock. Das merke ich mir mal. Ansonsten kleine und ganz viele Seile wieder. Ich probiere mal nicht aus, ob wir unsere eigene Falle auslösen können. Das ist mir zu riskant.
Aber wir können versuchen, ob wir das Armadillo durchjagen können. Das wäre doch schön. Wo bist du, Kleines? Und dann werden wir eben die obere Falle aufbauen. Stöckchen. Wo bist du, mein Kleines? Da bist du. Nein, das ist abgedreht. Verdammt. Oh, da ist was verendet. Oh, aber ich kann nichts mitnehmen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen länger warten. Und da sind Früchte, das ist gut. Die geben uns leider nur so ein ganz kleines bisschen Kohlenhydrate und Fette. Eigentlich kriegen wir Fette nur über Nüsse. Da ist noch nichts drin, nehme ich an. Nein, schade. Aber es ist immer ganz in der Nähe. Also wir haben die Stelle, glaube ich, gar nicht so schlecht gewählt. Und dann versuche ich jetzt einfach mal. Steine könnte ich auch mal wieder mitnehmen. Ich glaube, wir haben fast keine Steine mehr. Dann werde ich jetzt einfach mal diesen Baum hier fällen. Der direkt vor uns ist. Okay, keine Stöcke mehr. Und dann nehmen wir ein langer für lange Stöcke. Dann haben wir dabei schon mal die ersten zwei Holzscheite. Hoffe ich. Warte mal, sind das nicht mehr gewesen? Habe ich da nicht mehr als die zwei Holzscheite gesehen? Ich habe lange Stöcke mehr gesehen. Okay. Wo ist meine Falle? Irgendwo habe ich doch die Blaupause aufgestellt gehabt. Hier oben war das. Nee, was war denn das? Hier oben war es. Dann kann ich nämlich die langen Stöcke gleich mitnehmen. Den kann ich nicht mitnehmen, weil ich erstmal. Wir brauchen noch sehr, sehr viele Seile. Ich bilde mir hier immer ein, Dinge zu hören. Ganz schlimm. So, hier irgendwo müssten lange Stöcke. Da. Die Jahren brauchen wir auf jeden Fall auch wieder. Da ist ein langer Stock. Wir hatten hier aber zwei. Da ist der zweite. Perfekt. Damit können wir jetzt eigentlich. Ich habe genug lange Stöcke an der Seite. Das heißt, ich kann jetzt runtergehen zu unserem Hüttchen, wo wir ja auch noch was bauen wollen. Könntest du bitte einfach mal durch die Falle laufen? Mano. Ich habe mir so viel Mühe mit der gegeben. Ich höre hier immer wieder Sachen. Hört ihr das auch? Was höre ich da? Komm jetzt aber, lauf durch die Falle. Mist. Okay, jetzt haben die Schritte. Ihr habt das auch gehört, oder? Das klang ja, als wären die ganze Zeit hier irgendwelche Schritte durch den Schlamm. War das das Armadillo? Macht das solche. Klingt das, als würden wir hier durchlaufen? Das ist ja voll gemein. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Wir könnten ja immer mal wieder Larven reinschmeißen. Einfach so als Köder und hier so ein paar Maden. Und da sehe ich wieder ein Piranha. Das heißt, wir können wieder unsere bewährte Pfeilfischmethode anwenden. Da kommt. Oh, da sind ganz viele. Ja, kommt her, ihr Kleinen. Kommt her. Jetzt aber wieder aus dem Wasser auch wieder raus, sonst könnte es sein, dass wir gebissen werden. So. Aber wir haben einen Piranha, das ist die Hauptsache. Und nicht mehr so viel Platz für andere. Die sind noch ein bisschen tief im Wasser drin. Den können wir aber vielleicht kriegen. So. Perfekt, Piranhas stapeln sich also. Sehr schön.
Dann können wir gleich Piranhas aufhängen. Die sind noch. Also ich hoffe, dass in die Tötungsfalle da nicht auch irgendwelches Kleingetier rein. Oh, eine Riesenkröte, das ist schön. So, die sammeln wir aber gleich. Und dann machen wir die hier wieder scharf. Und ich merke schon, ich werde wieder müde. Da ist nochmal eine Riesenkröte. Die konnte ich jetzt mitnehmen. Alles klar. Die Logik verstehe ich manchmal nicht ganz, aber was soll's. Wir können auch nochmal ein bisschen was... Das glitscht so ineinander rein. Wir können auch das hier noch essen. So, und spontan geht es uns besser. Weil wir ein bisschen Energie bekommen. Warum dann nicht mehr davon essen, nicht wahr? Wir haben jetzt ja wieder was. Dann würde ich gerne das hier sammeln. Kann ich eigentlich den Piranha im Ganzen? Nee, den kann ich nicht im Ganzen aufhängen. Aber ich kann ihn sammeln. Sollte ich nur vielleicht nicht, weil ich zu wenig Plätze hier sonst habe. Okay, ich hänge hier einfach mal unser Fleisch auf. Riesenkröte und Riesenkröte. Und hier kann ich das... Nehmen wir erstmal nur. Dann kann ich hier den Piranha hinlegen. Dann ist das hier auch fertig. Und dann kann ich gleich den hier sammeln und dann auch aufhängen. So. Fleischtechnisch sieht es wieder gar nicht so schlecht aus. Der kleine hier ist auch fertig. Den können wir auch wieder in unser Inventar nehmen. Sehr schön. Das heißt, wir haben auch wieder ein bisschen Energie. Ich bräuchte aber nochmal Holzscheite. Das heißt, wir haben jetzt... Wie spät haben wir es? Man merkt es halt, uns fehlen ständig Fette und Proteine. Ich würde nochmal was trinken und dann legen wir uns einfach nochmal schlafen. Auf Dauer muss ich mir aber wirklich was überlegen. Wir könnten diese Pilze anfangen zu essen. Wir könnten uns aus Pilzen Suppe... Habe ich eigentlich davon gerade welche? Ja, davon habe ich gerade welche. Perfekt. Oh je, und schon wieder. Ich sammle noch kurz die Egel von unserem Körper, falls es denn Egel sind und nicht irgendwelche schlimmeren Dinge. Und dann würde ich sagen, nach dem Schlafen machen wir uns einfach... Ja, da ist was. Nach dem Schlafen machen wir uns jetzt einfach... Machen wir uns dann einfach Pilzsuppe. Und vielleicht haben wir dann ja schon ein Armadillo gefangen, wer weiß. Aber erstmal... Die wartet alle nicht hier. So, und jetzt ganz schnell schlafen liegen. Inzwischen bin ich guter Dinge, dass wir hier relativ in Frieden leben können. Aber ja, unsere Energie geht halt sehr, sehr schnell runter, weil wir zu wenig Fette und anderes haben. Ich speichere jetzt übrigens einmal kurz. Das wäre dann... Warte mal, das wäre dann... Ich mache einfach mal jetzt oben. Und dann nehme ich unseren Schildkrötenpanzer bitte wieder. Kann ich den... Ah, jetzt ist einer davon schon schlecht geworden. Mist. Aus dem wollte ich mir eigentlich gerade was machen. Okay, der Schildkrötenpanzer kommt hier oben rein und wir werden uns dann jetzt hier ein leckeres Süppchen kochen, wenn ich denn ein Lagerfeuer hinbekomme. Was jetzt natürlich schlecht ist, weil ich eben... Es regnet aber nicht. Das heißt, ich könnte an der Stelle hier Glück haben. So. Nutzen wir das mal mit ein bisschen Blatt. Und dann machen wir uns hier ein schönes Feuerchen. In der Hoffnung, dass es nicht sofort wieder regnet. So, habe ich hier noch Fleisch, das ich... Ja, einen getrockneten Fisch, aber der ist jetzt nicht so nötig. Habe ich in meinem... Es ist leer, okay. Das heißt, ich muss es erst wieder füllen. Dann können wir uns eine Pilzsuppe machen. Sollte ich viel öfter. Das Problem ist eben nur, dass wir... Ich müsste mir eigentlich... Wenn wir unser Häuschen fertig haben, dann kann ich hoffentlich da drin ein... Entschuldigung. Wieso geht das jetzt nicht? Hier vielleicht? Ein leerer Schildkrötenpanzer. Und da würde ich jetzt ganz gerne Wasser rein. Ist der? Hä? Geht das hier nicht?
Minen zerstören. Aber ich würde da jetzt ganz gerne mein Wasser reintun. Geht das nicht? Das geht gar nicht. Na super. Kann ich den Pilz hier... Ach, den kann ich braten. Okay. Kann ich nicht? Was macht denn der da? Ich kann ihn hier hinstellen, aber das war's. Toll. Bin ein bisschen irgendwie... Egal, wir essen mal den Fisch. 3 Proteine. Wow. Na gut. Ich will den jetzt nicht essen, um ehrlich zu sein. Was habe ich denn? Wir hätten nur das, falls er eine Lebensmittelvergiftung macht, wir hätten was dagegen dabei. Und ich gucke nachher, ob uns schon was in die Falle ist. Aber warum geht denn das jetzt nicht mit. Wieso kann ich denn jetzt nicht den Schildkrötenpanzer hier mit Wasser füllen? Muss ich dafür jetzt wirklich ein neues kleines Lagerfeuer hier machen? Ups. Da ist noch gar nichts drin. Ach, daran geht es. Warte mal kurz. Dann probieren wir das mal hier. Total unnötig. Wir waren hier voll die Fest. Die Festbeleuchtung. So, bitte auf, ständig Bitch zu schreien. So. Mach Feuerchen. Und jetzt gucken wir mal, geht das hier? Schildkrötenpanzer. Und da würde ich jetzt ganz gerne Wasser reintun. Aber das ist doch. Wieso ist mein Bidon leer? Ich habe das doch eben gefüllt, dachte ich. Ja, jetzt ist es mit schmutzigem Wasser gefüllt. Okay. Dann war das einfach nur ein kleiner Fehler. Alles gut. So, hier, hoppala. Wasser rein. Und sobald es abgekocht ist, können wir den Pilz reintun. Dann kriegen wir jetzt ein bisschen Kohlenhydrate. Eine leckere. Und danach könnte ich eigentlich auch noch so eine schöne Spinne dazu tun, eine gekochte. Gucken, ob wir das überleben. Ich hoffe, ich werde davon nicht vergiftet. Das geht gar nicht. Da kann ich nichts weiter reintun. Okay. Dann trinken wir das mal. Jetzt haben wir ein bisschen. Hier, Kohlenhydrate. Das bringt halt so viel, wenn wir Kohlenhydrate. Dann können wir das nochmal machen. Und dann würde ich einfach mal so eine Spinnensuppe machen, ob das geht. Geht es damit? Nein. Eine Larve vielleicht rein? Das geht. Ich bin einfach mal neugierig. Muss ausprobieren. Außerdem brauchen wir dringend Kohlenhydrate und Fette. Inzwischen bin ich verzweifelt, wie man merkt. So, Larvensuppe trinken. Proteine immerhin. Ein bisschen, aber minus 2 geistige. Okay, bringt aber nur Proteine und dafür können wir auch unser Fleisch nehmen, um ehrlich zu sein. Hier. Lecker gegessen bringt mehr Proteine, wenn ich das richtig weiß. Ich habe viel zu viele Federn wieder. Dann würde ich mir doch einfach mal wieder Pfeile machen. Könnten wir auch schlafen. Ich gucke mal wieder unten, ob wir Fische haben. Dann könnten wir wieder Fleisch. Und ich muss. Ah, die Larve drin. Nichts drin. Und ich muss wirklich. Ich muss einfach mehr Pilze sammeln. Dann habe ich so immer noch das Problem, dass uns Fette fehlen. Die Falle sieht nicht ausgelöst aus. Das halte ich für unrealistisch. Vielleicht hätte ich mehr darauf achten sollen, wo das kleine Vieh entlangläuft. Okay, solange wir noch Energie haben, fällig. Lauf endlich in die Falle. Ich will was zu essen haben. Würde ich jetzt hier. Stein, großer Stein. Einfach noch. Kommt, den hier fällen. Kann ich die zweite Tötungsfalle da oben auch fertigstellen? Holzscheit, Holzscheit. Je mehr Fallen wir aufgestellt haben, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass wir irgendwann was Schönes fangen und was essen können. Wobei, wie gesagt, das Fleisch ja eigentlich gar nicht mehr so sehr das Problem ist. Ach, wir haben keine Stöcke mehr. Ist ja kein Problem. Hier liegen ja zum Glück große Stöcke, kleine Stöcke. All die kleinen Stöckchen hier. So, wo sind wir? Da brauchen wir noch einen Stock. Jetzt habe ich keinen mehr. Aber kleine Stöcke habe ich noch. Und da unten müssten jetzt eigentlich, wenn ich die Stelle. Ist da was runtergefallen gerade? Eine Nuss? Ja. Oh Gott, ja. Für ein paar Fette eine Nuss. Sehr schön. Wir bräuchten halt mehr Kokosnüsse, wenn wir ehrlich sein wollen.
Das wäre sehr, sehr praktisch. Und Lianen werde ich auch ganz viele brauchen für unsere Falle. Deswegen nehmen wir da jetzt auch mal alles mit, was wir kriegen können. Haben wir vor, ich glaube, 5 oder 6 davon verbraucht, von den Seilen, oder? Nein, noch mehr. Da ist noch ein Stock. Es müsste ja auch irgendwo noch einen langen Stock geben. Wenn ich den finde, wäre das perfekt. Dann könnte ich nämlich gleich mit hochnehmen. Und dann einsetzen. Dafür müsste ich mich jetzt nur. Da ist er. Da liegt der lange Stock. Nehmen wir auch direkt mal mit. Moment. Ich sammle hier erstmal all die anderen Sachen ein. Wie auch Lianen. Dann können wir die 2 langen Stöcke, die hier sind, dann gleich mitnehmen. Und einen nehmen wir dann einfach wieder zu unserem Häuschen zurück. So. Dritter Stock. Perfekt. So. Ja, da sind noch mehr Stöcke. Alles gut. Seile brauchen wir jetzt. Da ist der lange Stock, den wir brauchen. Kleine Stücke haben wir mehr als genug. Seile. Und da ist die zweite Falle fertig. Sehr schön. Nehmen wir die langen Stöcke mit und ich kann sie gleich zu meinem. Oh Gott, ich bin dreckig. Aber sowas von dreckig. Ich weiß, wir sollten uns waschen, aber erstmal sammeln wir hier kurz die Pilze ein für Kohlenhydrate. Und dann gehen wir jetzt runter zu unserem Hütten-Blueprint sozusagen und setzen da erstmal die langen Stöcke ein, bevor wir irgendwas anderes machen. Jetzt brauche ich ja erstmal keine langen Stöcke mehr. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir immer ein, zwei auf Vorrat hätten. Und irgendwann werde ich mir dann sicher auch einen Halter für lange Stöcke bauen, aber im Moment. Oh, das Armadillo, wir haben es. Yay. Ja, das ist aber schade für das Armadillo, das ist jetzt in unsere Falle gelaufen. Ich hoffe übrigens, es gibt hier kein funktionierendes Ökosystem, sodass wir irgendwann einfach nichts mehr zu essen finden. Ich nehme mal die mit und mit und mit. Das Armadillo hole ich mir erst morgen. Ich vertraue einfach mal, ich esse jetzt mal ein, zwei Pilze, damit wir überhaupt noch irgendwas irgendwie noch zu unserem. Oh ja, warte mal, wobei, wir könnten davon mehr essen. Sehr schön. Ich würde trotz. Was ist denn jetzt? Oh, kann es das sein, dass ich ein bisschen krank bin? Egel, geistige Gesundheit, okay. Muss es hier irgendwo sein? Da ist er. Ich weiß nicht genau, was mit unserem Magen los ist, aber weil wir sehr schmutzig sind, würde ich sagen, ich hüpfe einmal noch schnell ins Wasser. In der blauäugigen Hoffnung, dass ich dann sauber bin. Und nicht gefressen werde. So. Schnell hier wieder raus. Ich glaube, ich habe zu viele Pilze gegessen und deswegen ist mir schlecht geworden. Deswegen gehen wir jetzt einfach ganz fix schlafen. Ist hier noch was drin? Und ja, könnte ich es ja schon mal rausholen. Ein Diskusfisch. Perfekt. Hier nehmen wir nochmal mit. Und dann gehen wir. Ich klappe noch schnell die Fallen ab. Sicher ist sicher. Riesenkröte können wir sammeln. Ich weiß, ich weiß. So viel Zeit muss aber sein. Dann haben wir hier eine Riesenkröte, die können wir auch sammeln. So viel Zeit muss sein. Hoppsa, falsche Taste. Und danach können wir dann auch den Rest der Nacht. Perfekt, ja, wie viele Kröten wir einfach bekommen. Perfekt, perfekt. Hat es ja doch einen Vorteil, dass es hier ständig regnet, nicht wahr? Immer die falsche Taste, ist so furchtbar. So, und jetzt gehen wir aber schnell schlafen. Das Krötenfleisch lege ich dann in ein paar Stunden auf unser Trockending. Den Pilz nehmen wir auch noch mit. Vielleicht ist ja dann wieder einer gespawnt, bis wir wieder hier zurück sind. Also erstmal schlafen. Ganz dringend. Ich hätte eventuell vorher noch gespeichert, aber ne, jetzt nicht. Was ist denn mit unserem Magen los? Warum geht denn das nicht weg? Ich weiß, wir haben lange, lange geschlafen, aber ich wollte gucken, ob das mit unserem Magen vielleicht weggeht. Dann speichere ich mal hier.
Vielleicht einfach? Ich weiß auch nicht. Moment mal ganz kurz. Haben wir vielleicht da was stehen in unserem. Die Nähe da. Seerosen. Ich verstehe es nicht ganz. So, dann hängen wir hier doch mal einfach unser rohes Fleisch auf. Sehr schön. Das können wir nehmen. Da ist auch noch mal rohes Fleisch. Und dann haben wir noch mal rohes Fleisch. Und da hinten liegt aber doch... Genau. Ein bisschen nicht rohes Fleisch. So. Die oberen, das ist gerade fertig geworden. Das ist perfekt. Das essen wir dann direkt mal. Und das hier auch. Ich weiß nicht, was das hier heißt. Ich weiß echt nicht, was das der Kringel im Magen bedeutet. Ich geh nur einfach davon aus, dass es heißt, du hast zu viele Pilze gegessen. Du bist seltsam drauf. So. Nein, die wollte ich doch... Okay, jetzt regnet es ein bisschen zu wenig, wie es aussieht. Ja. Der Spaß beginnt. Wir nehmen ein Armadillo auseinander. Yay! Wo bist du? Da ist es. Her damit. Oh ja. Es ist unser. Kein Platz mehr. Warum kein Platz mehr? Wofür? Ein Gürteltierpanzer. Ja, da. Tessa, was nimmt man da? Ich schmeiß mal eben kurz die hier Federn raus, um zu gucken, ob dann mein Gürteltierpanzer hier reinpasst. Nee, tut er nicht. Aber ich kann ihn theoretisch, glaube ich, mitnehmen, oder? Nochmal eins. Froh, dass die Pfanne noch nicht scharf ist. Ich lasse den mal schnell hier liegen. Und ich komme sofort zurück, aber ich tue jetzt erstmal kurz unseren Schildkrötenpanzer wieder in die Kiste. Wer hätte es gedacht? Die Droppenpanzer. Aus denen kann man sich doch bestimmt Rüstung machen, oder? Ich hoffe, der passt da rein. Ich will den haben. Ich bin gierig. Ich möchte ihn haben. Da wächst wieder eine Molinäre. Eigentlich ist das hier wirklich eine perfekte Stelle. Man hat Wasser. Für... Wo war mein Gürteltierpanzer? Ich habe mich hier rückwärts wegbewegt. Das heißt, er müsste... Da liegt er. Immer noch nicht rein. Moment, aber wenn wir die Pfeile hier hochlegen... Ach, jetzt kann man sie draufstapeln. Aber nur den einen. Aber jetzt müsste das doch eigentlich hier unten reinpassen, oder? Immer noch nicht wegen den Federn. Oh, dann tun wir ja die Federn noch hier hoch, ne? Wir müssen auch wieder Pfeile machen. So. Ein Gürteltierpanzer. Sehr schön. Ich würde jetzt einmal speichern. Einfach, weil wir es geschafft haben, das Gürteltier zu erlegen. Ist da wieder ein... Oh ja, da sind wieder Nüsse. Perfekt. Ich weiß wirklich nicht, was mit diesem Magensymbol, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, das geht wieder weg und wir sind... Moment mal, haben wir nicht? Nee. Doch. Ah, da steht aber leider nichts dazu dran. Ich speichere einfach mal schnell. So, was speichern wir denn? Das hier einfach. Ja, es ist schon wieder Nacht, wo ich aufnehme. Ich bin unverbesserlich, was das angeht. So. Wir haben aber ein bisschen Energie gewonnen. Und hier sind auch nochmal, ist wieder was getrocknet. Perfekt. Zweimal sogar. Das heißt, ich kann jetzt den Rest, den wir noch im Rucksack haben, wie das rohe Gürteltierfleisch, lecker, lecker, und den rohen Diskusfisch, können wir jetzt einfach hier drauf machen. Na gut, die Spinnen. Es hat nicht sollen sein, 4 Tage, 5 Tage. Trinken ist wichtig. Das Schöne ist, selbst wenn jetzt der Dauerregen ein Ende hat, wir müssen nicht mehr ständig... Lagerfeuerasche können wir jetzt gerade... Das ist aber nicht schlimm, dass wir die nicht nehmen können.
Ich würde probieren, ob wir in unsere Lagerkiste irgendwie den Gürteltierpanzer reinbekommen. Aber sie sieht irgendwie schlecht aus, oder? Ich weiß nicht, wo das gerade hingefallen ist, aber es ist schlecht gerade alles, ganz schlecht. Das hierhin und jetzt den Panzer vielleicht, dann wir... Okay. Lass mal gucken, wenn wir das hier noch reinbekämen. Okay, dann könnten wir die Blattverbände hier reinpacken. Und den Gürteltierpanzer einfach hier daneben. Und jetzt hätten wir hier unten vielleicht sogar immer noch Platz für so eine Kokosnussschale. Und wir haben hier immer noch ganz viele Federn drin. Passen hier noch mehr rein? Nein. Nein, leider keine Federn mehr. Na gut. Ist aber auch in Ordnung, so wie es ist im Moment. Wo ist die Kokosnussschale? Da. Dann nehme ich die einfach jetzt mit. Ja, ich weiß echt nicht, was mit unserem Magen los ist, aber ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt einfach die langen Stöcke, die wir hier noch haben. Ich bin immer noch oder schon wieder dreckig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Waren hier noch irgendwo welche? Hatte ich hier noch irgendwo welche liegen? Ich glaube nicht, oder? Die habe ich alle eingesammelt. Dann bringen wir die jetzt zu unserer halben Hütte. Denn sobald die erste Wand fertig ist, kann ich ja einen Eingang bauen. Dann kann ich ja anfangen, die Lehmziegel zu verwenden. Und das wäre super. Und da fehlt, glaube ich, gar nicht mehr viel. Ich glaube, die Wand vorne haben wir mit dem Ding fertig. Dann kann ich da jetzt eine Lehmwand dran machen. Oder? Ah, nee, immer noch ein langer Stock fehlt. Die Pilze sammle ich jetzt mal nur. Und jetzt wollte ich die Tötungsfalle wieder scharf machen. In der Hoffnung, dass das Armadillo hier immer wieder spawnt. Und auch immer wieder gerne in die Falle läuft. Denn das wäre super. Ich bin sicher, sehr, sehr sicher, aus dem Panzer können wir uns eben... Ja, da ist es ja schon wieder. Da können wir uns bestimmt eine richtig super Rüstung machen. Kriegen wir dich vielleicht da direkt reingeschubst? Nö, das ist in eine ganz andere Richtung. Egal. Ich schaue noch mal eben nach den Fischfallen. Ein paar Kleinigkeiten halt noch erledigen, ne? Dann könnten wir... Wir sind nicht schmutzig. Wir sehen zwar ein bisschen so aus, aber noch gelten wir als sauber. Für den Regenwald sind wir sauber. Wie gesagt, wegen den Fischen muss ich, Vögeln muss ich gar nicht darüber gehen. Da ist nur Wasser, da ist nichts. Ja, dann sage ich mal, speichere ich an der Stelle und wir machen uns das nächste Mal auf. Wir brauchen noch mal einen langen Stock. Ärgert mich, dass ich... Warte mal, habe ich nicht irgendwo noch einen langen Stock rumliegen? Ich würde das jetzt so gerne noch fertig bekommen mit dem langen Stock. Da sind... Warte mal kurz, da ist ein Vogel. Oh, da ist ein toter Vogel. Der arme Papagei. Sammeln wir direkt. Paar Federn haben keinen Platz mehr und ich höre hier doch. Ah, das sind die Fliegen. Okay. Gut, dann hänge ich auch noch unseren Papagei auf und dann war es das mal mit der Folge. Endlich haben wir was zu essen. Das ist so schön. Und wir werden durch die Falle auch immer wieder was zu essen haben. Jam, jam, jam. Jetzt sind wir dreckig. Da sollte ich vielleicht dann tatsächlich vorher noch mal schnell. Ara-Fleisch. Ach, das war schon das Ruhe. Sehr gut. Hängen wir das hier noch auf. Dann gehen wir jetzt noch einmal schnell in den Fluss, machen uns sauber. Ja, da sind Piranhas. Ich habe eigentlich was dagegen, bei den Piranhas zu sein. Und wir sind wieder sauber. Sehr schön. Dann würde ich jetzt speichern gehen. Wie gesagt, macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Green Hell, wenn es mit dem Überleben schon deutlich besser klappt. Ah, wir werden schmutzig nach und nach, wenn wir durch diesen Schlamm hier waten. Okay, verstehe. Ich trinke noch mal eben was. Sicher ist sicher. Unsere schlaue Uhr sagt nämlich, wir brauchen dringend trinken. Und hier hat es leider jetzt schon so lange nicht mehr geregnet. Nein, 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 nein. Das nicht, das nicht. So haben wir aber nicht gewettet. Hier, das Wasser soll aufgefangen werden. Leider habe ich jetzt kein funktionierendes... Aber ich könnte auch gleich noch... Das Bidon ist wieder leer. Das heißt, das füllen wir eben schnell. Und wir können gleich die Diskusfische mitnehmen. Und da haben wir ein mit schmutzigem Wasser gefülltes Trinkbehältnis.
bin sicher, es regnet auch ganz bald wieder. Dafür schmeiße ich jetzt zumindest schon mal die Kokosnussschalen hier raus. Und ein paar von den Federn würde ich auch noch loswerden wollen, damit wir einfach diese Lagerfeuerasche einsammeln und mitnehmen können. Die lasse ich jetzt einfach hier hinten liegen. Fallen ja zum Glück schön auf einen Stapel. Wenn wir uns wieder Pfeile machen, dann ist das hier auch eine super Stelle, dass wir wissen, wo sie sind. Aber erstmal haben wir genug Pfeile, würde ich sagen. Deswegen lasse ich mal die ganzen Federn hier liegen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Das Gewicht ist gerade von unserem Rucksack. Wir könnten uns ein schönes Federkissen machen, oder? Wir brauchen wieder Seile. Wir brauchen wieder... Habe ich jetzt auch noch? Nee. Sonst ist eigentlich alles. Das machen wir direkt mal kaputt. Der wird noch ein bisschen halten. Die werden auch noch ein bisschen halten. Das Fleisch wird auch noch ein wenig halten. Die Pilze halten auch noch ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht heute Abend nochmal... Ich sammle auch noch schnell die Lagerfeuerasche ein. Einmal. Oh, Kohle. Kohle nehme ich auch gerne mit. Und dann müssen wir gleich schon wieder schlafen gehen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich lege mich jetzt dann schlafen und wir sehen uns nach dem Schlafen und speichern wieder. Macht euch noch mal Lagerfeuer. Ach so, da liegt die jetzt so und ist einfach... Ich würde die ja eigentlich gerne aus diesem... Okay, weißt du was? Wir legen mal die Lagerfeuerasche hier ab. So. Das ist doch gut. Dann macht euch, wie gesagt, jetzt aber zum, ich glaube, zum fünften Mal noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal bei Green Hell wieder. Bis dahin. Bye, bye.